Hallöchen Leute, ich heiße euch willkommen zurück zum neuen Part von Pokémon Schwarz. Im letzten Part haben wir wieder mal einen tragischen Verlust hingenommen und in diesem Part hoffen wir, dass wir diesen Verlust wieder ausgleichen können. Der arme Flötenkopf, ich vermisse ihn. Ich glaube, hier muss ich jetzt... Oh shit, ich glaube, gegen ihn muss ich kämpfen, oder? Oh shit. Also, wenn ich in die Arena reinkomme, muss ich, glaube ich, den erst loswerden. Ja, Sharon, du hast einen Frauennamen, ist dir schon mal aufgefallen. Okay, ja, okay, ja. Ich möchte herausfinden, wie wichtig der Einsatz von Items im Kampf ist. Na gut, dann machen wir das mal. Oh Gott, ich hoffe, der hat jetzt keinen Scheiß... Keine Ahnung, Deoxys oder sowas. Ist Deoxys noch das Stärkste? Nee, Arceus ist das Stärkste. Wehe, du hast eine Arceus, mein Freund. Komm mir nicht auf die Tour. Ich hab... Oh, oh, oh shit, ich bin Kampf-Pokémon. Sag mal, wieso habe ich eigentlich genau das Pokémon ausgewählt, das gegen die anderen beiden eine Schwäche hat? Das war, glaube ich, nicht so clever. Egal, Sodamark wird das schon regeln. Los, mein kleiner Wassermann, mach mal eine Aquaknarre oder sowas. Dafür habe ich dich ja im Team. Irgendwas musst du ja reißen können. Au. War gar nicht so sehr. Au. Schleck. Ah ja, das ist ein Geisterangriff. Okay. Ich war gerade ganz kurz ein bisschen verwirrt, aber habe mich dann dagegen entschieden, verwirrt zu sein. Alter! Das war gut. Als nächstes hast du ein Deponitox. Oh shit! Deponitox ist so ein richtiger Tank. Was mache ich denn da am klügsten? Ich würde sagen, ich mache wieder einen guten Energiefokus und einen Karateschlag. Ich hoffe mal, dass ich ein paar Volltreffer landen kann. Das wäre hier in dem Fall ganz gut. Ich bin vergiftet, oder? Ich bin vergiftet. Fick dich doch, Deponitox! Egal, ich krieg dich kaputt. Und warum hast du eine höhere Initiative als ich? Das ist doch dumm, schau dich mal an! Du kannst dich ja nicht mal richtig bewegen. Bäm! Na, ja, so sieht's aus. Oh Gott, Giftspiel. Oh Gott, du bist so ein richtiger Competitive-Spieler, oder? Sharon. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Es gibt so viele verschiedene Attacken, halt die Fresse. Noch mehr Giftspitzen? Alter, wenn ich jetzt das Pokémon auswechseln muss, bin ich sowas von am Arsch. Und das war mein Volltreffer. Wunderschön. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt muss ich nur noch hoffen, dass mir mein Macho Man, meine ich natürlich, unterwegs zum Pokémon Center nicht irgendwie drauf geht. Das wäre nämlich gar nicht nett. Oh, eine Beere. Das ist aber lieb von dir. Das ist echt ganz cool. Okay, ja. Okay, okay. Oh Gott, und jetzt muss ich in die Arena. Das kann richtig übel ausgehen, Leute. Es ist Winter? Okay, warum nicht? Warum nicht? Ja, Winter hat begonnen, Leute. Ist das nicht schön? Seht ihr die Schneeflocken? Ich nicht. Es schneit. Nee, ich hab gelogen. Bam, bum, bam. Okay, dann gehe ich mal weiter in die Arena. Und ich muss sagen, ich habe ziemlich viel Respekt vor der Arena. Ah, das kann übel ausgehen. Hi. Ja, okay, du bist der Arena-Leiter. Gegen dich muss ich kämpfen, weil mein Starter-Pokémon irgendwas ist, was vollkommen egal ist. Weil sowohl deine Pokémon als auch meine Pokémon komplett randomisiert sind, mein Freund. Oh Gott. Oh Gott, ich muss meinem Macholo, mein Macho Man, muss ich jetzt noch ganz dringend den Sinelbeere geben. Nee, zum Hohngras kann ich jetzt noch nirgendwo hinlaufen. Das ist so scheiße. Ich bin jetzt echt auf die Viecher von mir hier angewiesen. Oh, das ist so uncool, Leute. Das ist so uncool. Gerade am Anfang ist das, das kann alles so übel ausgehen und so schnell zu Ende sein. So schnell, das glaubt ihr gar nicht. Nein! Egal, ich brauche Training. Ja, okay, Wasser. Wasser ist sehr effektiv. Ah, ich bin so schlau. Mit Wasser löscht man Feuer, habe ich gehört. Hi. Hab bitte nichts allzu Starkes. Willkommen in der Arena. Ja, hi. Oh Gott. Ich muss sagen, ich habe jetzt vor jedem Kampf einen gesunden Respekt. Ich weiß nämlich, wie schnell es zu Ende sein kann. Ein was? Ein Gyre? Fuck. Übrigens ein ziemlich cooles Pokémon, wie ich finde. Das seltsamerweise immer weiblich ist. Fußtritt. Fußtritt scheint mir clever zu sein. Pflücker. Trottel. Nein! Meine Sinelbeere! Du Monster! Das war meine! Das macht nicht genug Schaden. Ich hoffe jetzt einfach mal das Beste.
Ein Volltreffer! Das war das Beste. Vielen Dank, Macholo. Du bist so ein kleiner, getreuer Partner. Ich bin sehr stolz auf dich. Und das ist auch schon Level 16. Was kann man da schon groß sagen? Ja, da hast du recht. Komischer Butler, du. Ist das ein Restaurant hier? Die Arenen werden immer seltsamer. Ah, ich habe mehr Resinenbeeren. Ich habe 3 Stück bekommen. Der Drecksack hat mir da einfach eine weggepflückt. Das ist ja widerlich. Aber ich möchte gerne einen Trank schnabulieren. Nom nom. Und ich habe 50 KP. Das ist Gold wert, weil ich damit endlich eine verdammte Drachenwut überleben kann. Das bedeutet, mein schlimmster Albtraum ist schon mal keine allzu große Gefahr mehr. Es ist im Rahmen, aber Drachenwut kann immer noch gefährlich werden. Okay, und was hast du jetzt für coole Pokémon? Oh Gott. Oh Gott. Es ist ein... Ja, du bist eine Kellnerin. Serviererin, natürlich. Verzeihung, ich wollte dir nicht zu nahe kommen. Zu nahe treten. Duodino. Das ist okay, du kannst bestimmt Drachenwut, aber weißt du was? Fick dich. Du hast keine Chance gegen mich. Ich mach den Karate-Schlag. Bist du nicht vom Typ Unlicht? Ja, du bist vom Typ Unlicht. Trottel! Nicht mit mir. Mit deiner Weiterentwicklung habe ich aber noch eine Rechnung offen. Shit. Shit! Da ist die Weiterentwicklung. Fußkick. Der rechnet doch den Schaden nach Gewicht ab. Okay, das war Biss, das war gut. Bam! Du bist auch noch vom Typ Unlicht? Gut. Gut, das ging gut. Ich dachte jetzt nämlich zuerst, dass der noch vom Typ, na, wie heißt das, vom Typ Flug ist. Weil, wer hat Flügel? Könnte man ja meinen. Aber meine Fresse. Damit ist meine Rechnung mit Trikefalo aufgerechnet. Aber bevor wir jetzt gegen den Arenaleiter antreten, gehe ich jetzt erstmal ins Pokémon Center. Arenaleiter, ich komme! Hallo. Willkommen in der Arena von Orion City. Ja, das habe ich schon mal gehört. Boah, ihr seid ja zu zweit. Boah, ihr seid ja zu dritt. Was sind das für blasphemische Zaubertricks? Heidnische Zaubertricks, die ihr hier aufführt. Ich kann das nicht gutheißen. Und vor allem kann ich nicht gutheißen, dass ihr mir wahrscheinlich voll den Arsch treten werdet. Beziehungsweise du, mein rothaariger Teufel. Hallo. Jeha, ich bin der Stärkste von uns. Nee, Mike. Na gut, Mike, dann kämpfen wir mal mit deiner coolen Feuerfrisur. Sieht so scheiße. Pipi, oh, setz der Normal-Pokémon ein. Yes! Setz bitte Normal-Pokémon ein. Denn dann kann ich mir, nachdem ich das Geschwätz von der einen Professorin-Frau über mich ergehen hab lassen, was Cooles Neues fangen. Ich denke, Karate-Schlag sollte hier ganz gut reinhauen. Bam! Oh yeah, auf Macholo ist immer Verlass. Macho Man! Entwickelt sich, glaube ich, auf Level 21 zu Mashok, oder? Bin mir unsicher, ich glaube schon. Picochilla, okay. Der Kampf ist gewonnen, Leute. Ich würde mal sagen, der erste Orden gehört damit offiziell uns. Ja, ist noch nicht vorbei. Trottel, es ist so gut wie vorbei. Da nützt dir auch deine Spaßkanone nicht. Sie senkt meinen Angriff stark, oder? Okay, Angriff und Verteidigung. Damit kann ich umgehen. Das kann ich handeln. Herr Picochilla. Was an sich übrigens ein ziemlich cooles Pokémon ist, wenn es nicht vom Typ normal wäre. Ich habe eine ziemliche Abneigung gegen Normal-Pokémon. Die haben einfach, die sind gegen nichts sehr effektiv, das so... Nee. Und da ist auch schon der erste Orden! Der gehört mir. Ich weiß gar nicht, was das für ein Orden ist, also wie der heißt. Ich nenne ihn einfach Ordi. Ordi, der Orden gehört jetzt uns. Der Tri-Orden. Ah, das ergibt irgendwie Sinn, dass das der Tri-Orden ist. Ebenfalls für mich. Kraftschub! Oh yeah! Den Kraftschub komme ich klar. Was auch immer der... Achso. Der macht irgendwas Cooles. Der erhöht Angriff und Verteidigung. Wüsste jetzt nicht, für welches Pokémon mir das jetzt irgendwas bringen würde. Und Taidu, dann gehe ich mal mit dir mit, Vivian. Das ist übrigens das lange Geschwätz, von dem ich erzählt habe. Die erzählt mir jetzt von diesem Wunderteil da. Wie soll ich das erklären? Ich erkläre mal kurz, was das überhaupt ist. Habe ich mir auch mal angeschaut. Also, das ist, wenn man dann mit den... Der ist mit dem Internet verbindet und mit der Seite davon, da kann man dann so ein kleines Point-and-Click-Minispiel quasi machen. Und dafür kann man dann ein besonderes Traumebenen-Pokémon bekommen. Das halt dann irgendeines aus den alten Editionen in dem Fall hier gewesen ist, was man sonst ja nicht fangen kann. Und da hatte man dann halt auch die Chance, dass die eine der zweiten
oder wie heißt das, Statusfertigkeiten da hat. Also, war in sich eine ganz coole Sache, aber jetzt mit dem Emulator kann ich nicht mit Internet verbinden. Ich glaube, die Traubebene wurde inzwischen sowieso schon offline genommen. Ich glaube, ich muss den PC anklicken, oder? Okay. Kann ich jetzt gehen? Ja. Hey, ich habe erklärt, was die Traumebene da ist. Ha! Ich bin ja so schlau. Das bedeutet, ich gehe jetzt ins Pokémon Center und dann können wir uns das nächste Pokémon fangen. Denn es ist Winter. Zieht euch warm an, Leute. Das wird ein kalter Trip. Ins Nichts. Ja, einmal meine Pokémon. Okay, dann nehme ich der Pokémon-Team für einen Moment in eine Obhut. Ja, mit dieser hellen Stimme kann ich sehr deutlich sprechen. Das ist euch korrekt aufgefallen. Okay, Leute, ich bin schon gespannt, auf was wir als nächstes treffen. Ich hoffe, dass es was Cooles sein wird. Etwas wie, ich will nicht gegen den alten Mann kämpfen. Nee. Ach so. Ah, oh, ich kann mir jetzt nach rechts eins fangen. Okay. Okay, ich erinnere mich wieder. Aber das ist scheiße, weil es jetzt wieder sein kann, dass mir Team Rocket voll in den Arsch tritt. Pardon, ich meine Team Plasma. Die haben ja ein P auf der Brust und kein R. Wie konnte ich das nur verwechseln? Ich Trottel. Und ich brauche den Zerschneider. Zerschnibbler. Habe ich einen Poké? Oh, mein kleiner Rabbit sollte noch Zerschneider. Ja, perfekt, Rabbit. Und übrigens, bei der Nuzlocke Challenge werde ich auch eine Ausnahme machen für Pokémon, die ich fangen kann, wenn ich halt einfach sowas wie jetzt den Zerschneider brauche für VM. Und ich kein Pokémon da habe, das das lernen kann, dann nehme ich mir dann auch das raus, eventuell eins zu fangen, das das lernen kann, weil sonst geht das Spiel ja nicht weiter, ist ja dann Schwachsinn. Wird zwar, denke ich, eher nicht passieren, aber falls es passieren sollte, wisst ihr Bescheid. Ja, ich suche auch nach mysteriösen Pokémon, ich mag mysteriöse Pokémon, die sind super. Oh, die Musik ist aber ziemlich cool, so entspannend und funky. Mhm. Hum. Oh, das Kleine würde ich gerne essen. Sieht köstlich aus. Zu diesen Somniam, da gibt es ja auch so eine kleine lustige Geschichte. Ich kann hier Metaphern aus... Metaphern? Ja, genau, das ist keine Metapher. Nette Geschichten. Wie komme ich auf Metapher? Das stört mich jetzt. Hier kann ich nette kleine Geschichten auspacken, das ist ja unglaublich. Habe ich zwar schon mal in dem Emoji-Video angesprochen, aber... Bei diesen Somniam, da gibt es auch das Gerücht, dass es schon für die erste Generation geplant war. Weil in den ersten Spielen, also Rot, Blau bzw. Gelb, da gibt es vor, ich weiß gar nicht, was das für eine Höhle war, aber vor einer Höhle steht so eine Frau rum und die sagt, dass sie ein rosanes Pokémon mit einem Blumenmuster haben will. Und diese Beschreibung trifft auf genau ein Pokémon zu. Damals wie heute und das ist Somniam. Also könnte man meinen, dass das damals schon geplant wäre. Passt auch vom Artstyle her, wie ich finde, ganz gut rein in die alten Editionen. Also ja, bei mir wisst ihr es zuerst. Ich habe übrigens nicht vor, Sodamark zu trainieren. Das ist einfach scheiße. Karateschlag. Kap-Bam! Ja, Kampf ist nicht sehr effektiv auf Gift. Das dachte ich mir fast. Wickel, du Trottel. Was damals in den alten Editionen ein viel zu starker Angriff war. Meine Fresse, hat mich der Wickel damals immer angekotzt. Der war so nervig. Er hat so viel Zeit gefressen und er hat einfach genervt. Genauso wie du, Rettern. Blöde Natter, du. Rettern halt rückwärts gelesen, Natter. Schon gewusst. Und aber Cobra. Ich habe hier so krasse Insider-Infos, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe noch gar nicht angefangen so richtig. Also, boah. Ich könnte euch die ganze Nacht Geschichten erzählen von Pokémon Secrets. Ja, das war's mit eurem Traum. Jetzt passiert dann auch gleich was ziemlich Cooles. Also Somniam ist auch so ein Traum-Pokémon, das irgendwie in Träume eindringen kann oder so ein Kack. Irgendwie so. Und deswegen seht ihr dann schon, was es macht. Oh, fuck, Sarzenia. Oh, Level 10. Das ist okay. Wiegst du eigentlich viel, oder? Ich versuche einfach mal den Fußkick. Und schlaf, Bruder. Shit. Das geht hier in eine Richtung, die mir nicht so recht gefallen will, Sarzenia. Au! Hieb mich nicht mit deiner Ranke, sonst hiebe ich dich mit meiner Ranke. Die Ladies wissen, was ich meine. Penis. Oh ja. Das war nicht so effektiv, wie ich mir das erhofft hätte. Karateschlag. Bam. Macht auch nicht viel mehr Schaden.
Aber okay, mit dir werde ich fertig. Auch so machst du einen Volltreffer und mein Macho Man geht kaputt und dann bin ich untröstlich. Aber das will ja niemand. Habe ich recht. Fick dich. Ah, oh, Lockdorf, der ist okay. Vor allem, weil durch meine Fertigkeit eh jeder Angriff trifft. Glaube ich zumindest. So war es auch mit der Fähigkeit, also schildlos von Macho Man. Und bam. Na. Trottel, Sazenia. Und Macho Man, entwickel dich bitte weiter. Das wäre voll cool von dir. Unser Traum ist vorbei. Oh nein, der Traum. Okay, pass auf. Ich kann euch jetzt gleich im... genau, den Traumdunst wollen sie haben, weil... Hey, sie wollen die Pokémon retten, aber tun ihnen dafür auch weh. Ist das moralisch vertretbar? Ich denke nicht. Also, ja. Wie gesagt, Story ist cool, aber nervt. Dialoge. Kacke. Und soll ich euch jetzt mal spoilern? Dieser Typ existiert gar nicht wirklich. Ich glaube, die Mutter von dem kleinen Somniam lässt die jetzt in dem Kopf von denen entstehen durch ihren Traumstaubzeug. Also, ziemlich verrückter Scheiß, sage ich euch. Und da ist auch schon der Fettsack. Deswegen habe ich mir damals übrigens auch gefangen, als ich die Edition zum ersten Mal gespielt habe. Ich fand das total cool. Ich dachte, es wird total stark, aber wurde es nicht. Es war kacke. Und hi, Vivian, du kommst aber pünktlich. Blöde Kuh, ich hasse dich. Ja, ciao. Dann geht doch mal. Oh, ein Pokéball. Heb ihn schnell auf. Der glänzt so schön. Heb ihn auf. Verstehe, ich heb jetzt mal den Pokéball auf. Ich heb ihn jetzt auf. Ja. Hüpf, hüpf. Der Traumdunst. Oh mein Gott, wer hätte damit gerechnet? Okay, dann würde ich mal sagen, ich kann mich jetzt schon mal für den Part verabschieden. Denn das Pokémon, das sich hier in dem Gras herumtreibt, das werden wir erst im nächsten Part sehen. Oh, Cliffhanger. Okay, dann bis zum nächsten Part und gute Nacht. Und denkt dran, es ist Winter. Zieht euch was Warmes an.